Hallo ihr Lieben, da ist er wieder, eure Katrin mit einer weiteren Collector-Neuheit. Und zwar den Deluxe Ceratosaurus. Und wieder ein Deluxe-Modell, das auf einer Base steht. So kann man die Füße auch schön klein gestalten, muss sie nicht überdimensioniert darstellen, nur damit das Modell dann hinterher besser steht. Dieses tolle Kerlchen hier ist 27 cm lang und 12 cm hoch. Und auch dieses Modell kommt mit einem beweglichen Unterkiefer daher, lässt sich maximal so weit öffnen, schließt nicht vollständig, die Zunge ist da ein bisschen im Weg. Er hat eine wunderschöne Zeichnung im Gesicht mit variierender Schuppenstruktur im Gesicht. Ja, man sieht hier eine wunderschöne weiße Maske mit einem schwarz glänzenden Auge, einem gelblich gefärbten Horn auf der Nase, wofür ja Ceratosaurus so bekannt ist. An sich ist der Kopf schwarz, grenzt sich nur hier noch mit einem Altrosa ab. Ein Blick ins Maulinnere. Es ist ziemlich schwierig, da sich das Maul nicht sehr weit öffnen lässt. Die Zunge ist aufragend, wie man sieht. Auch er hat ein wunderschönes Profil. Ja, sieht toll aus. Mit diesen aufstehenden Hörnern hier. Grandios. Auch wieder ein sehr liebevoll gestaltetes Modell, muss man sagen. Ja, allein schon die Zeichnung im Gesicht ist wirklich sehr kreativ. Und dieser wunderschöne Übergang. Dieses Rostrot. Auch hier haben wir mal wieder typisch Collector-Style. Ne? Also diese ganzen Osteoderme, die sich hier zeigen auf dem Körper, haben wir schon bei vielen Modellen von Collector gesehen. Vorrangig auch bei den großen Deluxe-Modellen. Er hat hier noch so ein paar braune Flecken bekommen. Dieses Rostrot dürfte die Farbe der Gussmasse sein. Das ist eine Farbe, die nicht speziell aufgetragen wurde. Hier sieht man, wie schlank dieses Modell ist. Er hat einen sehr, sehr flachen Brustkorb bekommen. Hier die Osteoderme an seiner Rückenlinie bis hoch zum Kopf zeigt sich in einem Blaugrau, einem sehr hellen Grau. Die Gestaltung der Arme auch sehr interessant. Er hatte ja vier Fingerchen, das sieht man hier sehr schön. Ja, die Muskulatur, die sich hier nochmal schön absetzt an der Schulter hier. Ja, das Schulterblatt kann man erahnen hier so unter der Haut. Auch er hat eine für Collector sehr, sehr typische Hautstruktur bekommen. Ja, sehr fein dargestellt, noch recht ledern. Eine schöne Hautfalte hier so am Unterbauch. Dann haben wir mal hier die Base noch. Auch die wirkt eher so wie schlammiger Untergrund, durch die er da stapft. Und man sieht, er hat wirklich sehr, sehr feine, grazile Zähne bekommen, die man solchen Modellen nur gestalten kann, wenn sie halt eine Base haben, weil sonst besteht immer die Gefahr, dass sie später dann kippen. Na, schöne Gelenke. Herrlich. Also wunderschöne Details hier so auf dieser Base. Ne? Es sieht schon sehr spektakulär aus. Fühlt sich auch so ein bisschen gummiert an, wie auch das ganze Modell. Ja, fühlt sich ein bisschen an wie mit Gummi überzogen. Dann haben wir nochmal die andere Seite des Körpers. Das andere Händchen. Die andere Hand von der Innenseite. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Hier nochmal die Unterseite des Körpers. Ist wirklich sehr, sehr schlank. Schön detaillierte Brust. Der Hals. Unterkiefer in Schwarz gehalten und das Gelenk. Dann haben wir hier noch den Blick auf den Kopf. Er hat einen herrlich schlanken Schädel bekommen. Ja, schöne Muster hier auch noch. Und diese Hörner hier noch über den Augen und hier auf der Schnauze selbst. Ein Träumchen. Und ich denke auch als Repaint würde der sich wunderbar machen. Ja, da könnte man sich echt kreativ austoben. Noch mal so einiges aus diesem Modell rausholen. Hier setze ich noch mal richtig schön das Schulterblatt ab, so im Licht. Ne? Kann man mal sehr gut sehen. Fantastisch. Und die Beinchen. So sieht es aus. Und die sehr, sehr schlanken Füßchen. Wunderschön gemacht, ne? Herrlich. So, noch das Schwanz, die Schwanzpartie hier.
Genau, ist auch recht lang. Sehr spitz am Ende. Ja, dann haben wir hier nochmal die Unterseite der Base. So sieht's aus. Ja, ganz schlicht. Mit dem Schriftzug hier unten drauf, da sieht man, wo die Füße aufgesetzt sind. Und so sieht das gute Stück dann einmal in der Ansicht von vorne aus. Er zeigt wirklich eine herrlich dynamische Pose, so richtig schön zur Seite geneigt. Ja, schaut sich um, den Kopf leicht in die Höhe gehoben. Wirklich fantastische Pose. Noch deutlicher wird es in der Rückansicht. Ich finde, das sieht einfach spektakulär aus. So sieht unser kleiner Kamerad dann einmal in der Ansicht von oben aus. Und hier wird nochmal deutlich, wie schlank dieses Modell eigentlich ist. Und nochmal in der Ansicht von unten. Das meiste wird natürlich von der Base abgedeckt. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon, das Review zum niegelnagelneuen Ceratosaurus aus der Deluxe-Reihe von Collector. Wunderschönes Modell, kann ich auch nur jedem empfehlen. Holt euch das Teil, den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ich für meinen Teil klinke mich wieder aus, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review-Time, Unboxing-Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!